heute beim Vortrag Go All Binary. Ja, Go All Binary. Das ist ungefähr die Anzahl der Folien, die ich habe heute. Ja, bevor ich anfange, nochmal kurz, wer sind wir, was machen wir, warum machen wir das überhaupt? Also, Ignite Software. Wir sind ein Software-Dienstleister. Wir schreiben sozusagen Software für Kunden, individuelle Lösungen mit modernsten Technologien. Also wir sind immer auf der Suche nach neueren Geschichten, was kann man machen. Und wir arbeiten in Dresden und auch ausschließlich für Dresden und Umgebung. Ja, Sebastian Rahmer sitzt vor mir. Der wird heute das Live-Coding übernehmen. Und ich bin hier der Slide-Jockey und werde die Folien weiterschalten und euch ein bisschen was erzählen. Okay, das war's schon. Binär, wo kommt das her? Ganz kurzer Abriss, wie kam das überhaupt alles zustande? Es fing ungefähr damit an, dass so ein Musikinstrument erfunden wurde. Die Drehorgel, und die hatte so die erste binäre Codierung, um Informationen zu speichern. Um genau zu sein, die hat die Informationen gespeichert, soll die Pfeife und welche Pfeife soll Töne von sich geben. Ja, das ging dann weiter, es wurden dann Webstühle gebaut, die hatten so kleine Holztafeln, die mit Fäden verbunden waren und darüber wurde das Webmuster gespeichert. Also letztlich die Anweisung, wie der Webstuhl weben soll. Das ging dann ein paar Jahre mit der Industrialisierung voran und irgendwann kam man dann 200 Jahre später ungefähr dazu, auch den US-Zensus mit Lochkappen durchzuführen. Schönes binäres Muster. Aber die haben damit Text kodiert. Also sie haben erstmals damit auch wirklich Daten kodiert. Jetzt kann ja jemand probieren, daraus was zu lesen. Also es gibt eine spezielle Kodierung davon, weil man eben nicht wirklich, wie man das heute bei Bits macht, in einem Byte alle 8 Bits umkippt, sondern man hat dort eben auf 12 Zeilen immer nur eine bestimmte Anzahl von Bits gekippt und hat damit letztlich nur 64 Zustände abgebildet, weil es für Zeichen völlig ausreichte. Ja, das ging dann weiter bis heute. Wie sieht es heute aus? Was hat sich geändert? Es gibt viel mehr Daten. Die Daten sind viel größere Varianz. Und hauptsächlich werden eigentlich so Katzenfotos verteilt damit. Insgesamt muss man aber sagen, binäre Daten sind immer noch sehr hart. Also sehr schwer umgänglich. Was können wir machen? Das ist die ganze Suche, weswegen wir heute den Vortrag machen. Erste Idee, es muss doch mal einen Standard geben. Das ist jetzt so lange her alles, also muss doch mal jemand sich Gedanken gemacht haben, wie das funktionieren soll. Also Standards sind gut, jeder sollte einen haben. Frei nach dem Motto. Jetzt haben wir geguckt, es gibt nicht wirklich viel. Ein Standard, den wir gefunden haben, ist ASN1. Das heißt so viel wie Abstract Syntax Notation 1. Wird unter anderem von LDAP und SNMP verwendet. Das Problem ist so ein bisschen, das ist wirklich abstrakt. Also die beschreiben sehr abstrakt den Inhalt in der Nachricht oder in des Datencontainers. Und dazu braucht man dann nochmal eine Binärkodierung, da gibt es verschiedene. Und je nachdem wird es abgebildet. Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, dass das so abstrakt ist, dass man zum Beispiel, um eine Zahl zu speichern, man eben sehr tief buddeln muss in die Zahlenökonomie. Also es hat nichts damit zu tun, wie wir unter C++ in Integer speichern, sondern es ist ein ganz eigenes Zahlenformat. Und das ist auch sehr komplex abzubilden. Letztlich jede Implementierung bildet es vorher und hinterher in INT32 ab. Zwischendurch ist es aber sehr oft gebläht in einem Binärformat für Abstract Syntax Notation verwaltet. Nicht so die ideale Lösung. Dann kommt man sehr schnell auf Protobuf. Protobuf ist die Abkürzung für Protocol Buffers. Das ist das Google Data Interchange Format. Das benutzt eine Beschreibung, wie sie hier ungefähr zu sehen ist, und sagt, welchen Inhalt will ich übermitteln. Wie man hier schon sieht, man kann optionale und requirierte Felder definieren, aber man muss jedem Feld eine Nummer geben, was natürlich sehr tedious ist, wenn man da sehr lange Dokumente mal ändern möchte. Dazu kommt, dass es ein ähnliches Problem hat wie das Abstract Syntax Notation. Es ist nicht genau bekannt, was Google jetzt speichert. Es ist nur klar, es kommt am Anfang ein String rein, der geht über die BDR-Leitung, am Ende kommt der String wieder raus. Wie der dazwischen ist, ist nicht ein Geheimnis, ist schon festgelegt, aber man hat nicht wirklich eine Kontrolle darüber. Ja, also irgendwie noch nicht so der Durchbruch mit den Standards. Und Google ist dann auch nicht wirklich der Standard, aber ist ein guter Anhaltspunkt. So, was gibt's noch?
Ja, na, man könnte mal gucken, kann man nicht alles mit Text einfach abbilden. Ist ein super Standard. Text können wir alle lesen, feine Sache. Zum Beispiel HTTP heißt übersetzt Hypertext Transport Protocol. Sieht im Wikipedia so aus wie hier zum Beispiel. Sehr simpel, kann man lesen. In der Praxis ist es nicht mehr ganz so gut lesbar. Und eigentlich können das auch nur noch Maschinen lesen. Also da steht ein Haufen Zeug drin, was niemand wirklich versteht. Und das beschreibt auch nur den Header, also es beschreibt am Ende nicht den Inhalt der Daten, sondern erstmal nur ein Konzept ringsherum, wie lang sind die und welches Format haben die Daten. Na gut, dann gibt es noch andere Textprotokolle, zum Beispiel SMTP und MIME. Das ist Simple Mail Transfer Protokoll und die Weiterentwicklung des Multipurpose Internet Mail Extensions. Okay. Ja, das sieht ungefähr so aus, wie es hier steht. Also, man schickt Kommandos hin und her und es ist irgendwie sehr redundant, weil, wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat, in dem D-Datei kommt dann nochmal das Format, an dem man die E-Mail schickt und von dem die E-Mail kommt, extra drin. Ebenso wie man es im Mail-Programm auch kennt. Das ist nur nochmal ein Container um seine normale Mail hin, ringsrum. Und ja, lassen wir das mal so stehen. Ein anderes Format, was immer mal über den Weg läuft, ist so JSON und JAML. Das sind beides so semi-strukturierte Daten. Das eine ist JavaScript Object Notation, also kann man super einfach nehmen und in JavaScript reinpumpen. Wenn da nicht das kleine Sicherheitsproblem wäre, dass da auch JavaScript Code drin stehen könnte. Und das andere ist YAML and Markdown Language. Das ist im Prinzip ähnlich aufgebaut, nur ein bisschen anders aufgeschrieben. Ja, jetzt sagt man, okay, das sieht ja schon ganz hübsch aus. Aber wie tut man zum Beispiel in solchen Datenformaten ein Datum speichern? Weil dort genau hören eben solche Datenformate auf. Es ist einfach nicht beschrieben. Das heißt, letztlich macht das jeder, wie er will. Ist nicht wirklich der Sinn von einem Datenformat, aber naja. Gut. Was ist jetzt der Vorteil von so einem textbasierten Datenformat? Es ist erstmal lesbar. Solange wie das Beispiel klein ist. Wenn wir am Ende 10 GB Daten haben, ist es völlig egal, ob das Text ist, das will sich nicht mehr durchlesen. Ja, aber es macht natürlich auch ein paar Probleme. Zum einen mal die Textkodierung. Sobald wir dort einen Kodierungskonflikt haben, zum Beispiel in der E-Mail, sehen wir keine Umlaute mehr, sondern irgendwelche Müll. Nicht so schön. Danach, wie betten wir Binärdaten in ein Textformat ein? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Für E-Mail funktioniert das so ein bisschen, aber das ist sehr aufwendig, weil man gucken muss, taucht der String nicht zufällig auch in meinen Binärdaten wieder auf? Bisschen Trouble. Und das andere ist natürlich dann, man kann das alles lösen, aber der Aufwand, das zu parsen, ist natürlich enorm. Ja, also letztlich muss man sagen, das ganze Internet ist darauf aufgebaut. Insofern scheint es ja zu funktionieren. Ich stelle mir das mal so ein bisschen vor, es funktioniert, aber ich weiß nicht, will da jemand was ändern? Das könnte sehr wackelig werden. Was wir brauchen wir also? Wir brauchen ein solides Fundament und irgendwas, was wirklich alles aushält, was wir darauf setzen. Also nochmal zusammengefasst, wir brauchen kleine, schnelle Daten, die einfach zu verarbeiten, zu bauen sind, wo wir einfach Erweiterungen dafür bauen können und letztlich auch, wo wir einfach debuggen können. Debuggen ist genau das mit der Lesbarkeit von Textdateien. Okay, jetzt haben wir uns ein bisschen überlegt. Was machen wir? Strategie ist klar, wir machen binär einfach. Das sagt sich so, aber ja, wir machen das einfach. Und dann machen wir alles binär. Und dann sind wir Binary Natives. Na, nicht ganz. Weil egal was wir machen, ob wir schon in Binärdaten aufwachen als Kind, Binärdaten sind nichts für Menschen. Also, man kann das mehr oder weniger gut lesen, aber sobald das größere Datenformate sind, verschlägt es einen einfach nur. Man kommt da nicht vorwärts. Also, wir brauchen Text. Deswegen einfach die Idee, wir beschreiben und generieren aus dieser Beschreibung alles, was wir brauchen. Zum einen brauchen wir Code, der ist serialisiert, deserialisiert. Weniger Dokumentation, sodass wir der Nachwelt auch sagen können, ja, so sieht es aus und die nicht in unter Umständen dann veraltetes Textformat lesen müssen. Und wir generieren natürlich gerne Debugging-Tools, sodass wir einfach uns die Fehler oder die Transfers anschauen können.
Natürlich noch die kleine Frage, wie. Ja, da kommt dann der Protokollgangrad ins Spiel. Da kann ich einfach mal ein Beispiel zeigen. Das sieht so aus. Ist ein bisschen aus allem gelernt, was es so gibt. Bisschen wie Google Fotograf, man beschreibt seine Daten, aber wir ziehen das einen Schritt weiter. Wir beschreiben auch, wie das Mapping in die Binärdaten genau aussieht. Das sieht dann so aus. Wir haben auf der linken Seite den Bytestrom. Dazwischen kommt dann ein Codec. Der kann implizit sein, wenn das einfach nur ein Mapping Big Endian Integer schreiben in den Bytestrom ist. Dann kann man das weglassen. Und auf der rechten Seite haben wir einfach die Strukturbeschreibung, die Interpretation, so wie wir das in C++ kennen. Ja, soweit erstmal von meiner Seite. Dann zeigen wir mal kurz, wie das aussehen kann. Und ich hoffe, dann wird es auch ein bisschen klarer aus. Genau, da übernehme ich jetzt einfach und versuche das Ganze mal in einer Live-Demo mitzuzeigen. Dabei soll es darum gehen, ein Spiel zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln. In dem Fall ist das ein einfacher Tetris-Klon, bei dem man, ja, wie bekannt, eben seine Plätzchen hat und dann ja, eben seine Punkte sammeln kann. Das sieht man dann rechts oben, ist ein schönes Kästchen, wo man das hat. Und jetzt kann man hier eben spielen, das führe ich jetzt mal nicht weiter. Also Tetris-Skills sind schwierig, deswegen zeige ich mal kurz, wie das weitergeht. Das funktioniert alles wunderbar. Jetzt ist die Sache aber so, dass es eben alles offline funktioniert. Ne? Also man hat hier sein Spiel, kann das beliebig oft fortführen und seine Steinchen setzen, hat dann seine Punkte. Damit passiert aber in dieser ersten Variante nichts. Jetzt wollen wir hingehen und das so weiterentwickeln, dass wir einen Server aufsetzen können für das Tetris-Spiel, wo wir dann letztlich uns mit dem Tetris verbinden können und diese Highscores bzw. die Scores, die wir da sammeln, speichern können bzw. verarbeiten können. Und das machen wir mit Hilfe des Protokollgenerators. Dafür möchte ich hier die, dafür haben wir eine IDE. Genau, dafür haben wir eine vollständige IDE, mit der man die, mit der man seine Protokolle beschreiben kann. Das sieht man hier in der Mitte. Da ist das fortgeführt, was Andreas gerade schon kurz angedeutet hatte. Da geht es immer darum, dass man zunächst mal das Protokoll selbst beschreiben muss mit seinen Eigenschaften, sprich in welcher Byte-Order bzw. Endianness ist das Protokoll definiert. Das sieht man vorangestellt vor das Protokoll-Keyword und danach wird der Name des Protokolls definiert. Anschließend gehen wir hin und definieren eine Reihe von Structs, angelehnt an, ja, an C und C++. Ist die Syntax relativ ähnlich gehalten. Diese Structs definieren letztlich den Inhalt unseres Protokolls bzw. der Pakete, die wir damit verschicken wollen. Und als erstes definieren wir dafür für unser Tetris-Protokoll oder Tetrix eine Entry-Struktur. Ein Entry brauchen wir immer, um einen Einstieg in das Protokoll zu haben, was wichtig ist, um beispielsweise Wireshark benutzen zu können und einen Wireshark-Dissektor ansteuern zu können. Wireshark vielleicht zur Erklärung für die Leute, die es nicht kennen, dabei handelt es sich um einen Netzwerksniffer zur Analyse eben von Netzwerkverkehr. Und genau, dafür braucht man eben diese Entries. Das sieht man hier mit diesem, mit dieser Entry-Annotation, die sich durch dieses Add definiert. Genau, und dann gehen wir hin und bauen uns eine Frame-Struktur, die eben den Rahmen bildet für alle weiteren Typen. Dann sind darin verschiedene Felder enthalten. Das erste Feld ist hier dieses Command-ID, was in dem Fall eben ein Byte ist, das auf ein Int8 abgebildet wird, analog zu dem, was wir gerade schon gesehen haben. Und dieses Feld, Command-ID, steuert jetzt den Inhalt des nächsten Feldes. Hier haben wir nämlich einen abstrakten bzw. dynamischen Typen. Das heißt, wir wissen erst zur Laufzeit, abhängig von dem, was in dem Command-ID steht, was hier als Kommando wirklich ankommt und was da wirklich gelesen bzw. geschrieben werden soll. Da es sich dabei eben um einen abstrakten Typen handelt, müssen wir als nächstes hingehen und verschiedene konkrete Typen definieren, die abgebildet werden sollen durch dieses Command, durch diesen dynamischen Typen. Da möchte ich als erstes ein leeres Hello-Command haben, was ich dann benutzen kann, um vom Client einfach ein Hello an den Server zu schicken, um die Verbindung zu testen, dass die eben korrekt besteht. Da gehe ich dann eben hin und habe hier wieder eine Definition, wobei ich als erstes eben angebe, dass ich diesen folgenden Typen Hello benutzen möchte als Abbildung für den Command-Typen, der hier eben abstrakt ist, mit der folgenden ID bzw. dem Alias, den man dann auch benutzen kann später. Das werde ich dann noch zeigen. Und als nächstes geht es darum, eine Struktur zu erzeugen, wo dann wirklich der Highscore bzw. der Score
gespeichert wird. Und ansonsten wird hier bloß die ID weitergeschoben und der Name eben angepasst. Genau, dann habe ich jetzt hier rechts die Möglichkeit, verschiedene Targets zu generieren, weil es eben möglich ist, aus der Beschreibungsdatei verschiedene Code-Module quasi zu bauen. Einerseits möchte ich beispielsweise einen C++-Serializer generieren lassen. Ich kann Dokumentation erzeugen, abhängig von dem, was ich hier beschreibe und auch abhängig von dem, was hier eben in Dokumentation schon vorhanden ist. Und ich kann einen Wireshark-Dissector generieren. Das kann man dann eben hier schön ein- und ausschalten. Und dann gibt es da noch verschiedene weitere zugrunde liegende Optionen, die wichtig sind, um das Target anzusteuern. Bei Wireshark muss ich zum Beispiel hingehen und den Port mit angeben, beziehungsweise die Ports, auf denen der resultierende Dissector dann lauschen soll. Und ich muss ein Protokoll mit angeben, was für unser Beispiel jetzt eben TCP sein soll. Und wenn ich das jetzt eben alles definiert habe und eingestellt habe, kann ich hingehen und diese Targets wirklich generieren. Dann gehe ich hier eben in meiner IDE hin und generiere das. Das läuft dann einmal durch. Und dann sehe ich hier zu linken die resultierenden Dateien. Das ist einerseits die Protokolldatei selber, was wiederum das ist, was wir hier schon beschrieben haben. Dann folgen hier anschließend eben die verschiedenen Targets. Als erstes vielleicht mal die Dokumentation. Na, das ist das ist eine HTML-Dokumentation, die da rauskommt. Die kann man sich hier mit angucken. Und es beginnt immer mit dem Protokollnamen selbst. Führt dann fort mit einem strukturellen Overview, was sich ableitet von dem, was in den Entries letztlich definiert ist. Ne? Weil in den Entries sind dann wieder Strukturen verwendet und spannt sich quasi ein Baum auf an Strukturen und das würde man in diesem Overview dann schön sehen, sodass man einen Überblick über die Struktur seines Protokolls bekommt. Dann schließen sich hier die Strukturinformationen an. Ne? Wir haben ja zum Beispiel als erstes ein Command Frame gehabt, das sieht man dann hier. Es hat eine bestimmte Größe, die, wenn sie dynamisch bzw. Nicht bestimmt werden kann, weil es einen dynamischen Inhalt hat, mit einem Stern angegeben ist, und dann werden hier die verschiedenen Felder nochmal mit Detailinformationen beschrieben. Zusätzlich haben wir dann ja ein C++-Target generiert. Da sieht man einerseits hier verschiedene Runtime-Dateien, die wir generieren, um die Serialization wirklich durchzuführen und das Lesen und Schreiben zu implementieren. Und dann sehen wir hier die wirklich generierten Dateien, die letztlich für jede definierte Struktur eine C++-Klasse generiert wird. Das sieht man dann hier mal beispielhaft, wo man dann eben zu dem Hello-Command die entsprechende Klasse hat, die dann wiederum benutzt werden kann, um das beispielsweise eben übers Netzwerk zu verschicken. Genau, das kann man sich dann im nächsten Schritt hier runterladen. Da gibt es einen entsprechenden Knopf für und das kann man dann in seinem Projekt eben benutzen und einbinden. Und das wäre jetzt der nächste Schritt. Da habe ich eben meinen Code für das Spiel selbst und habe dann als nächstes, erstmal ist die Idee, dass ich dann jedes Mal, wenn ein Spiel beendet ist, weil alle Scheine eben runtergefallen sind und keine Linien mehr verfügbar sind, dass dann anschließend einfach ein Signal mit dem entsprechenden Score an den Server geschickt wird. Und das wird in einer entsprechenden Funktion hier gemacht. Hier ist entsprechender Code noch auskommentiert, was das ist, da komme ich gleich noch drauf. Jedenfalls wird dann hier ein Command-Frame angelegt, was genau der Struktur entspricht, die wir im Protokoll vorher angelegt hatten, beziehungsweise definiert hatten. Das soll jetzt eben ein Highscore werden, ein Highscore-Paket, deswegen lege ich das hier mit an, setze da den Score-Wert und schreibe das letztlich in einem Q-Byte-Array. Dieses Q-Byte-Array kann ich dann benutzen, um das über einen TCP-Socket, der auch von Qt kommt, dann rauszuschreiben. Das wäre das Highscore-Command in einem sehr simplen Anwendungsfall. So, als nächstes möchte ich auch das Hello definieren bzw. verschicken können, was über einen Knopf realisiert wird. Dann hat man einfach noch einen zusätzlichen Knopf unter dem Start, was man vorhin gesehen hat. Und da kann man dann eben dieses entsprechende Kommando verschicken. Es geht genauso los, dass man ein Command-Frame wieder erstellt, das entsprechend diesmal mit einem Hello belegt, wieder in einen Byte-Array schreibt und das dann wieder rausschiebt. Genau. Wie sich das dann verhält, das möchte ich als nächstes zeigen. Das habe ich hoffentlich schon mal gebaut. Genau. Ja. So, dann starte ich zunächst den Server, was in dem Fall einfach erstmal eine einfache Konsolenapplikation ist, die jetzt einfach erstmal sagt, wo sie eben gestartet wurde und auf welchen Port sie lauscht. Und dann kann ich hier hingehen und meinen Tetris starten. Da kann ich jetzt wieder meine Plätzchen fallen lassen und hier die Punkte sammeln.
da sieht man jetzt zu rechten, das ist eben wirklich der Server, und da sieht man dann hier hoffentlich, genau, dass eben der entsprechende Score, die 182, mit verschickt wurde. Hier ist noch entsprechender Debug-Code mit vorhanden, sodass man dann eben weiß als Entwickler, was da gerade passiert. Das ein Byte war eben die ID, die das Kommando bestimmt, was da kommt. Dann weiß man eben, dass ein Highscore-Command kommt, und da drin enthalten war das N64 für den Highscore, was auf 8 Byte eben abgebildet wurde, und das sieht man dann eben hier. So, den nächsten Schritt wollen wir jetzt hingehen und unser Highscore-Abspeicher noch etwas verfeinern. Wir möchten nämlich auch wissen, welcher Spieler diesen Highscore letztlich erreicht hat. Dazu haben wir ein zweites Protokoll mit angelegt, wo wir dann einfach hingehen und letztlich ein Char-Array bzw. letztlich einfach einen String mit einfügen in das Highscore-Paket oder in die Highscore-Struktur. Dieser Name hat dann natürlich eine entsprechende Länge. Das heißt, wir haben hier ein Array, das sieht man auch ganz schön an der entsprechenden Schreibweise, wie man es aus C++ oder C oder anderen Sprachen eben auch kennt. Die Länge selbst dieses Arrays wird jetzt definiert durch ein anderes Feld, was eben hier vorkommt, und durch beide Felder zusammen wissen wir eben, welcher Name das hier ist. Genau. Das haben wir dann auch generiert, und da sehen wir dann im... Da haben wir dann jetzt die Möglichkeit, das genauso zu generieren erstmal. Hoffentlich. Genau, hier kommt dann wieder der entsprechende Code, der entsprechende Serializer-Code kommt mit raus. Und jetzt gehen wir einfach erstmal im einfachsten Fall hin und ersetzen unseren Highscore-Code, den wir hier schon drin haben, mit dem neu generierten Code. Gehen einfach hin und ersetzen hier die Source-Files. Das könnte man natürlich auch wieder anders noch mit reinkopieren, aber für den einfachen Fall reicht das erstmal so. Jetzt haben wir das hier ersetzt, müssen das noch im entsprechenden im Verschicken selbst mit einfügen. Da wir den Namen jetzt mit als Inhalt haben, müssen wir den auch eingeben können als Nutzer. Dafür ist ein einfacher Dialog vorhanden, über den man dann letztlich dann nach Beendigung eines Spiels seinen Namen mit eingeben kann. Dieser Name wird hier eingeholt über den Dialog und hier zusätzlich mit dem Paket als Wert gesetzt, sodass der Rest bleibt unberührt, sodass dann das erweiterte Datenpaket wirklich auch verschickt wird. So, das müssen wir jetzt im Server natürlich entsprechend anpassen, da ja jetzt mehr Daten vorhanden sind, die er dann lesen soll. Deswegen gehen wir dorthin und erweitern hier die Ausgabe um das entsprechende Namensfeld. Jetzt können wir wieder hingehen, das in der erweiterten Variante bauen und sollten dann sehen, wie durch ist. Falsches. Der Server läuft schon in der Konsole. Achso. So. Füllen das dann nochmal aus. Zuerst den Server. Dann den Client. Entsprechende Seite, sodass man hier die Ausgabe sieht. Startet es und dann sehen wir nach Beendigung, dass man hier zu seinem Score eben den entsprechenden Namen mit angeben kann. Und da sieht man dann auch hier wirklich, dass der Server auch den erweiterten Inhalt so empfängt, dass man als einfachen Einstieg in die Benutzung des Codes den man da generieren kann. Zusätzlich hatte ich noch gezeigt, dass man einen Wireshark-Dissector generieren kann. Wireshark ist wie gesagt ein Netzwerkanalyse-Tool. Das möchte ich auch mal ganz kurz zeigen. Hier habe ich schon mal das vorbereitet, dass eben Pakete verschickt worden sind. Diese Pakete wurden von Wireshark eben erkannt und aufgezeichnet. Und hier sieht man dann eben den entsprechenden Inhalt, der da wirklich verschickt wurde. Im ersten Fall hatte ich hier zwei Hellos versendet, die waren leer. Deswegen sieht man unterhalb des Commands keinen weiteren Inhalt. Und als nächstes habe ich hier zweimal verschiedene Highscores, die da verschickt wurden, Highscore-Pakete. Im ersten Fall ist hier ein Lehrername angegeben, sodass man das hier über die Array-Ausgaben sieht und hier die entsprechende Länge dazu. Und hier hat man dann das Beispiel von dem, hier hat man das Beispiel, was ich gerade noch gezeigt hatte, wo man dann wirklich einen Namen mit angegeben hat, sodass man hier die korrekte Länge sieht und hier
den String, der damit rauskommt am Ende. Und jetzt könnte man auch noch hingehen und hier über Wireshark sich anzeigen lassen, welche Bytes genau welchen Wert haben und wo die dann genau liegen im Strom. Genau. Damit wäre ich jetzt mal durch mit der Demo. Ich würde dann mal zurückschalten. So. Danke. Ja, was kommt jetzt? Wir entern jetzt sozusagen die Matrix und letztlich, was wir von dem Ganzen her erwarten, ist Feedback. Weil das, was wir jetzt gezeigt haben, ist unsere Idee, wie man das machen könnte. Und jetzt ist die große Frage für uns, macht das Sinn? Kann man das irgendwo einsetzen? Hilft das jemandem? Und wenn vielleicht nicht, was könnte man ändern, damit es helfen kann? Ja. Und letztlich kann jeder auf die Webseite gehen, kann sich dort die E-Mail hinterlassen und wird dann von uns freigeschalten, um das Tool mal auszuprobieren, wer will. Ansonsten erzählt es weiter, versucht es selber, diskutiert mit uns, zeigt uns vielleicht eure Protokolle, wenn ihr die zeigen dürft, und ultimativ machen wir eine bessere binäre Welt. Ja, Dankeschön.